Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 19, der mittlerweile schon dritten Folge. Ich habe jetzt hier schon mal die erste Fuhre Gras eingesammelt in der Zwischenzeit. Dann werden wir jetzt hier die Kühe erstmal versorgen damit. Können wir mal gucken, wie viel die brauchen. Ja, schon ordentlich. Ja. Die brauchen viel. Das ist sogar schon leer. So. Das ist die Hälfte. Sie brauchen 70.000. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen was holen. Da ist es dann, würde ich mal sagen, auf jeden Fall gut, dass wir hier hinten die Rasenflächen noch, Grasflächen noch haben. Plus unserer Wiese hier, die auch bald gewachsen ist, würde ich sagen. Sieht gut aus. So. Hammer an. So. Sammeln wir mal alles ein. So. Bis hierher bin ich gekommen. Das ums Feld rum habe ich schon gemacht. So. Kann ich eigentlich auch in die Innenperspektive gehen? Das geht da relativ easy. Sachen wie mit mähdresche Ernten oder irgendwas ist da ein bisschen komplizierter. So. Nächste Kurve. So. Oh, da bin ich wohl gerade ein bisschen daneben gefahren. Da hat es wieder geklappt bei mir. So. Aus der Perspektive ist, glaube ich, doch besser. So, ich finde den Ladewagen mit dem Rot-Orange echt schön, muss ich sagen. Von Schuite Marker, Schuite Maker, weil wie auch immer man das ausspricht, schreibt's. Wenn ihr es wisst, mir gerne in die Kommentare. So, das noch. Aber es wundert mich, dass die Kühe so viel Gras brauchen. Brauchen dann erst die Schafe. Nee, ich glaube, die brauchen weniger. Aber. So. Wieder ein Schild überfahren. Sammeln wir das hier noch einmal grob ein, was ich verkackt habe. Zu schwadern. So. Einmal über die Schienen. In der Hoffnung, dass kein Zug kommt. So. So, nehmen wir hier das noch ein. Gut, das ist voll jetzt. Ich denke, wir kriegen da mal noch danach noch mindestens einen Ladewagen voll Gras raus von der Wiese hier. So. Fahren wir einmal hier voll nach vorne.
Schön an den Trog hinfahren. So. Den zweiten Anhänger voll wegbringen. So, die haben jetzt voll. Es war noch Heu, Silage und Mischration. Gülle haben sie schon produziert. Das ist gut. So. Dann fahren wir noch einmal zurück. Das können wir eigentlich nochmal zwei ein bisschen schneller laufen lassen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Gras holen. So. Ich bin jetzt mal gespannt, wann das Unkraut auf den Feldern anfängt zu wachsen oder wann Unkraut kommt, weil ja. Eingeschalten habe ich Unkraut, aber bis jetzt ist noch nichts da an Unkraut. Das sehen wir dann. So. Bis hierher sind wir gekommen vorhin. Den Rest, der jetzt hier noch liegen bleibt, sammeln wir dann einfach ein, wenn ich dann Heu mache oder tue ich einfach mitwenden oder sammle das nächste Mal einfach mit ein. Das macht ja nichts. So. Kommt der Zug schon wieder? Der fährt echt oft vorbei, finde ich. So. So, jetzt haben wir ihn schon wieder voll. Den Rest hole ich dann gleich noch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel die Schafe brauchen werden. So. Oh, das war ein bisschen spät eingelenkt. Aber es hat noch hingehauen. So. Fahren wir einmal zum Schafstall. Ich sollte nicht in den Stall reinfahren. Oh, das geht aber schneller. Die brauchen nicht so viel. Ja, die brauchen gerade mal 10.000. Loco. Sie, gut. Perfekt. Dann kann ich den Rest ins Silo bringen. Perfekt, funktioniert.
So, dann holen wir uns den Rest noch voll, den restlichen. Das restliche Gras. Restlichen paar Liter hier werden noch eingesammelt. Ich finde den echt schön, den Ladewagen. Die gibt es auch noch in einer größeren Version. Und auch noch in Mod mit so einem, wie so einem Schwader, der direkt er kann dann mehrere, ich glaube drei Spuren oder zwei auf einmal einsammeln. So. Da muss man aufpassen, dass ich nicht hier immer die Verkehrsschilder umfahre. Das ist glaube ich nicht so gut. So. Fahren wir mal wieder auf unseren Hof. Dann gucke ich gleich mal, ob inzwischen Unkraut gewachsen ist. Haben wir jetzt schon Abend. So. Einmal überladen. Erstmal muss ich speichern. Dann können wir hier einmal Unkraut, genau. Auf dem Feld 6 ist Unkraut. Das heißt, wir brauchen unsere Feldspritze. Also wir müssen einmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen und müssen da unseren Flüssigdünger ausräumen. Das heißt, einmal genau, hier. Auf I können wir es entladen. Das packe ich jetzt einmal, das wird auch in solche Fässer hier gefüllt. Ich mal, räume ich das hier daneben ein. Zusatzdank aufhören. Halt, nein. I entladen. Genau. Dann haben wir hier unseren Flüssigdünger noch, den wir aufbrauchen können, bevor wir dann einen neuen kaufen das nächste Mal. Aber jetzt hole ich mir hier erstmal Mist, ist auf der anderen Seite wieder der Trigger. Eine Warte. Ah, nee, doch nicht. Pflanzenschutzmittel auffüllen. Ich muss nur nah genug ranfahren an den. Halt. So. Jetzt klappt's wieder nicht. Jetzt ist doch, glaube ich, auf der Seite. Warum kann ich die Feldspritze jetzt hier nicht auffüllen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Steht zwar überall, fülle das Gerät zuerst auf.
So, Pflanzenschutzmittel haben wir drin. Aber es funktioniert hier nicht. Abdeckung öffnen. Jetzt. Ich muss erst die Abdeckung öffnen. So, jetzt. Mal gucken, das andere hat noch kein Unkraut. Genau. Dann werden wir jetzt heute Abend erstmal noch das wieder hoch machen. So. Erstmal nochmal hier Unkraut entfernen. So. Dann gucke ich einmal, genau. Perfekt. Unkraut ist weg, funktioniert alles. Ich mache wieder ein, zwei Bahnen von Hand. Und dann lass den Rest dann den Helfer machen. Bisschen kann ich die Zeit vorspulen, dass wir das andere Feld dann auch machen können gleich. Obwohl wir das zuerst angesät haben, braucht es immer ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Warum genau, weiß ich nicht. So, jetzt ist kurz geruckelt, der Rest lässt sich den Helfer machen. So, perfekt. So, schauen wir uns einmal nur von weitem an. Und dann würde ich sagen, seht den kleinen Zeitraffer, bis das Feld hier fertig ist. So, jetzt klappen wir den einmal wieder zusammen und fahren noch
zu unserem zweiten Feld. Das hat jetzt hier schon mal gut geklappt. Ich hoffe, ihr habt den Zeitraffer gesehen. Wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr ihn gesehen haben. Und ja, jetzt fahren wir noch zum zweiten Feld. Das müsste jetzt eigentlich auch wohl immer noch kein Unkraut. Hat immer noch kein Unkraut. Spule ich nochmal ein bisschen vor. Wir werden das halt bei Nacht machen müssen. Ich will das jetzt halt nochmal durchbekommen. Ist vielleicht ein bisschen blöd, aber geht nicht anders. Halt einmal zurück. Ja, jetzt so langsam willst, spule ich noch ein bisschen vor. So. Ah, komm, noch mal ein bisschen. So. Es ist jetzt hier schon ziemlich dunkel, genau, jetzt hat es Unkraut. Aber ich mache das jetzt die Folge noch, da können wir in der nächsten Folge schon, wenn wir die Nacht vorgespult haben, schon die, mit der Ernte beginnen und dann auch unsere Hühner erstmal versorgen und auch die Kühe mit Stroh versorgen. Dass wir auch Mist produzieren, den wir verkaufen oder auf dem Feld ausbringen können. So, das werde ich jetzt wahrscheinlich leider auch wieder den Helfer machen lassen, weil es einfach zu dunkel ist. Ah, wobei. So, mal aufklappen. So, ausklappen. Halt, unten lassen. So. Im Dunkeln sieht man das Unkraut fast schon besser durch das Licht, würde ich mal behaupten. Durch die Beleuchtung. Das heißt, wir können es eigentlich voll selbst machen. Wir probieren es mal. Wir sehen es ja auch nachher auf der Karte, wo noch was fehlt. So. Wenn es nicht funktioniert, lasse ich es auch wieder den Helfer machen. So. Ich will auch die Folge nicht mehr so arg lang machen. Aber ja, das möchte ich jetzt noch voll fertig bekommen. Sonst. Ja. Dass wir in der nächsten Folge dann direkt anfangen können mit der Ernte. So, wenn ich jetzt hier unvorteilhaft auf der Straße rumstehe. So, wir sind jetzt fertig. Haben wir jetzt alles fertig gespritzt. Jetzt fahre ich noch voll zurück zum Hof. Fang schon mal an, die Nacht zu überspringen. Dass wir dann in der nächsten Folge schön ja, ernten können. Jetzt fahre ich noch voll zum Hof und dann sehen wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge wieder. Dann würde ich sagen, lasst ein Abo und ein Like da. Schaut mal auf meinem Vlog-Kanal vorbei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, oh, warte mal. Wir warten jetzt noch kurz, bis hier der Milchverkauf stattgefunden hat. Einfach nur, weil es mich interessiert, um zu schauen, wie viel Geld wir jetzt endgültig mit dem Milchverkauf gemacht haben. Oder mit dem bisschen Milch jetzt durch das Gras. Ah, nee, halt. Quatsch, ist ja gar nicht wie im LS17. Können wir es ausladen? Halt, aufklappen erst. Hier, so. Abdeckung öffnen. Dann, geh. Nur. Setz dein. Klappen. Ah, doch, jetzt hier. Entladen. Genau. Perfekt. Steht jetzt hier schön. Unser. Pflanzenschutzmittel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.